Ich glaube, ich sehe ganz ehrlich schwarz für Maurice. Ich speichere nochmal ab. Das wird, ich glaube, das ist eine Aufgabe, den zu retten. Ich weiß ja gar nicht, was uns da drin noch erwartet. Da können nämlich genauso gut. Ach, habe jetzt Buch noch mitgenommen. Ach, nicht noch ein Drache. Aber die greifen hier Dings an, nicht uns. Also ich glaube, auf den Drachen können wir erstmal verzichten. Und wenn ich jetzt da reingehe, dann müssten eigentlich beide hinter mir sein. Der Dietrische Prinz Hierjain oder so. Hierkine, keine Ahnung. Ist auch als der Jäger. Ah gut. Beide sind da. Dann gucken wir doch mal, ob wir den Baum finden. Oh, ein Wald unter der Erde schon mal. Ich will noch mal speichern. Sicherheit geht vor. Ja, ich auch noch nicht in der Höhle. So sieht er hier ganz schön aus. Und da ist der Böse. Oder kann ich. Hallo, seid ihr auch hier, um die Sehenswürdigkeiten dieses herrlichen Heiligtums zu bewundern, so wie ich? Wahrhaft bemerkenswert, nicht? Willkommen im Ahnenschimmer-Heiligtum. Solltet ihr Fragen haben, so wendet euch an Asta. Asta. Ach, ich glaube, ich sehe es schon kommen. Hier ist, hat sich ja hier so ein richtiger Pilgerpfad und alles. Bist du? Ja, richtig schön hier. Also wenn ich mit dem, wie heißt das, Creation Kit umgehen könnte, würde ich mir hier ein Haus reinbauen. Und eine Truhe habe ich gefunden. Oh, und was zum Abbauen. Ja, es sieht noch so ein bisschen komisch aus, so brustharnisch ist nur ist Detra und der Rest nicht. Naja, wir sollen mit ihr auf jeden Fall einmal reden. Das können wir doch schon mal machen. Da ist noch ein Ist Buch. es nicht der Stadt? Wiederherstellung verbessert, das ist gut. Etwas der Preis Kynaret dafür, dass sie solche Schönheit zulässt. Was ist das hier für ein Ort? Ihr befindet euch im Ahnenschimmer-Heiligtum. Nur ein kleiner Einblick in die Schönheit, die Kynaret zu bieten hat. Ein wunderbarer Ort, nicht wahr? Check. Und dieser Baum, ist das Ahnenschimmer? Ja. Obwohl es niemandem gelungen ist, sich ihm zu nähern, solange ich zurückdenken kann. Warum nicht? Wie ihr seht, besitzt Ahnenschimmer gewaltige Wurzeln, die sich überall ausbreiten und den Weg zum Stamm versperren. Gerüchten zufolge soll es aber eine Waffe geben, die Ahnenschimmer dazu bringen könnte, die Wurzeln zu heben. Mehr vor Furcht als vor Respekt. Meint ihr diese Waffe, Nesselfluch zeigen? Die Gerüchte waren wahr. Ich flehe euch an, fügt dem Baum keinen Schaden zu. Das würde nur Unheil bringen. Natürlich. Also vorhabe ich das nicht. Ja? Ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Achso, ich dachte, ich könnte jetzt sagen, warte hier oder so, aber gut, wenn du so weit vor willst. Denn holen wir uns doch mal Ahnenschimmer. Das ist auf jeden Fall eine besondere Quest, die ich auch noch selber nicht gespielt habe. Also bin ich auch gespannt, wie es denn weitergeht. So kann ich hier nicht durch. Oh. Okay. Hier auch nicht. Die hat bestimmt noch. Der Baum hat bestimmt noch irgendwas im. Irgendwelche Angriffe oder so. Kann einen Tier beschwören. Nein, keine Ahnung. Irgendwie könnte ich mir das noch vorstellen. Das ist noch zu einfach hier. Ja. So, genau so welche Gegner habe ich mir vorgestellt. Und war da noch ein zweiter? Lydia geht soweit gut. So, wir haben das jetzt gemacht, sonst ist hier auch nichts mehr.
Hier sind noch ein paar hübsche Pflanzen, aber sonst muss ich mich wieder durchkämpfen? Nee. Na, hast du es gesehen? Ich kann beinahe sein Herz schlagen hören. Wow, kann ich das auch? Hey, aufpassen! Nö, ich höre hier nichts schlagen. So, Maurice, ich bin hier fertig. Du kannst ja machen, was du willst. Ach, da ist noch einer. Ach, Lydia hat ihm hier einen Kopf gegeben. Lebt er noch? Will er da bleiben? Ich kann gar nicht glauben, dass ich es endlich hierher geschafft habe. Aber pass mal bloß auf, dass der Baum dich nicht gleich angreift mit seinen Wurzeln. So. Oh. Sie haben sie alle umgebracht. Vielleicht. Oh, die kenne ich ja noch gar nicht und die macht auch guten Schaden. Essen, Schriftrolle, Zaubertränke. Na, nicht heilen. Das kommt nicht in die Tüte. Wozu die Eile? Achso, das hatte ich schon. Stehlen. Tja. Oh, sie ist auch tot. Gold. Naja. Kann man nichts machen. Kaiserlicher Bogen. Kleidung, normale. Gut. Dann heißt das bestimmt, dass hier auch noch mehr kommen. Sie wollen uns daran hindern, dass wir den Harz hier raustragen. Aber sie haben es nicht geschafft, oder? Kommt hier noch was? Nee, sieht nicht so aus. So. Auf der Zielgeraden. Die Bella ist die Göttin der Schönheit. Einer ihrer Tempel, der den Frauen gewidmet ist, befindet sich in Markart. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Keine Ahnung. Nicht, dass wir da gerade drin gewesen sind. Und ich soll ein Kurzzeitgedächtnis haben. Die hatten viel Größeres. Also, jeder hat ein Kurzzeitgedächtnis, aber... Also, ich soll vergesslich sein. Die ist viel vergesslicher. So war das gemeint. Ja, das haben wir schon x-mal gesehen. Das ist bestimmt auch der Standard-Ladescreen für Weißlauf. Weil das ja hier ist. Ihr wollt euch oder hiermit zu tun hat. Ah ja, hier sollen wir wieder in den Tempel von Kynaret. So. Habt ihr das Ahnenschimmerharz? Ich habe das Harz. Wunderbar. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Okay, ich möchte Wiederherstellungsmagie trainieren. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Das ist gut. Trainieren braucht können wir nicht mehr. Schade. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Ja. Ich halte das nicht aus. Ich dachte, jetzt wird die Waffe hier noch... Also bekommt seine... Das ist aufhört. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Wer, ich? Hallo, Kind von Kynaret. Na gut. Jetzt habe ich zwar Nesselfluch, aber... Vielleicht habe ich ja noch was vergessen. Oder es ist ein anderes Gerücht. Ich will noch mal einmal nachfragen. Kann ja sein, dass es mehrere Gerüchte gab, weil das war ja noch aktiv. Kommt herein. Ich habe gerade so. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Habt ihr in letzter Zeit ein Gerücht gehört? Gerüchte gehört? Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend.
Besucht den Schrein von Asura. Nochmal, erzählt mir den neuesten Klatsch und Tratsch. Die Gefährten? In Yorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Das kenne ich ja schon. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Ich habe einige seltsame Geschichten von den Kindern des Jarl gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Am besten hält man sich von ihnen fern. Frage nach Balgrufs seltsamen Kindern. Das war's. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch... Die seltsamen Kinder. Stimmt, ich hab die Böse in Erinnerung. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ja, da will ich mal einmal nachfragen. Und jetzt ist es nicht ganz eindeutig, ob jetzt Nesselfluch die Waffe ist, die jetzt im gemeint war in dem Kommentar, weil da war ja noch irgendwie, soll da eine Verzauberung von 50 Leben stehlen und mir selber geben drauf gewesen sein. Der Betreffende kann ja vielleicht noch was in die Kommentare schreiben, ob das jetzt das war oder ob das jetzt das mit den Kindern ist, was ich eher nicht glaube, aber vielleicht, dass wir die Waffe bei Asura kriegen, könnte sein. Naja. In diesen Hallen hat niemand... Die Kinder. Ich soll nach den Kindern fragen. Achso, da ist bestimmt noch die andere Quest aktiv. Bringe Torix. Das kann... Da sind auch noch ein paar Quests so in der Liste. Ach, das Blut haben wir auch noch. Frage nach Balgoofs seltsamen Kindern. Das wollen wir jetzt wissen. Da sollen wir Jarl Balgruf fragen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wie ich gehört habe, gibt es Probleme mit euren Kindern. Ja, mein jüngster Sohn. Ein Schatten hat sich über ihn gelegt. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Er war immer sehr still. Aber in letzter Zeit hat er sich irgendwie verändert. Er ist grüblerisch geworden. Und gewalttätig. Er spricht nicht mehr mit mir. Aber ich weiß nicht, was ich ihm angetan haben soll. Wenn ihr mit ihm reden könntet, ihm die Wahrheit entlocken könntet, wäre ich euch überaus dankbar. Natürlich. Wo ist er denn? Er muss das wohl sein. Nelkir. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Na gut, du auch nicht. Das Mädchen? Nee, das hörte sich mehr wie ein Junge an. Nelkir hört sich auch nicht wie Mädchen an. Absurd, Dagny. Dass wir in diesem Skeva-Loch von einer Stadt keine guten Süßkuchen bekommen. Nelkir. Wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Euer Vater hat gesagt, ich solle mit euch reden. Also schickt euch das widerliche Schwein, um mich zu nerven? Eines Tages zerlege ich ihm seine Visage, damit er mich alleine lässt. Mein Vater weiß überhaupt nichts über mich. Aber ich weiß Dinge über ihn und über den Krieg, mehr als er sich vorstellen kann. Was für Dinge denn? Ich weiß, dass er immer noch Talos anbetet. Dass er die Talmor fast so sehr hasst, wie es die Sturmmäntel tun. Dass er Angst davor hat, aus Weißloch verjagt zu werden. Dass ich nicht dieselbe Mutter habe wie mein Bruder und meine Schwester. Woher wisst ihr diese Dinge? Dieses Schloss ist alt. Es gibt eine Menge Orte, an denen seit Ewigkeiten keiner mehr war. Orte, an denen man Dinge hören, Dinge sehen kann. Und die flüsternde Dame. Wer ist die flüsternde Dame? Die verrät mir ihren Namen nicht. Ich bin mittlerweile gut darin, an Schlüssellöchern zu lauschen. An der Tür im Keller höre ich sie zu mir sprechen. Ich dachte, dass man mich erwischt hätte. Aber sie hat angefangen, mir sogar noch mehr Geheimnisse zu verraten. Aber ich kriege die Tür nicht auf. Wo finde ich diese Tür? Im Keller. Keine Angst. Ihr werdet sie nicht übersehen. Ich wette, dass sie auch zu euch sprechen wird. Also gut. Naja, er war ja nur zu Anfang ein bisschen pampig, wie er geredet hat.
Aber dass er uns das so freiwillig erzählt, ist das der Keller?